Die ethnografische Sammlung vom Kanton Thurgau ist im Verlauf von über 100 Jahren durch private Schenkungen entstanden. Bis vor kurzem ist sie extern ausgestellt und gelagert und im Herbst dann nach Frauenfeld ins Museumsdepot überführt worden. Wir freuen uns, die Sammlung jetzt können zu erforschen und zugänglich machen zu können. Die rund 2200 Objekte aus 30 verschiedenen Ländern werden im Verlauf der nächsten Jahre von Spezialistinnen und Spezialisten sorgfältig untersucht, in der Datenbank erfasst mit Beschreibung, Datierung, Materialbestimmung und wenn nötig konserviert und restauriert. Natürlich wird bei dieser Arbeit geprüft, ob sich allenfalls Objekte in der Sammlung befinden, die aus kulturellen und ethischen Gründen nicht dazu passen und ob Schritte für weitere Abklärungen eingeleitet werden müssen. Wir schätzen, dass das umfangreiche und komplexe Projekt 3 bis 4 Jahre in Anspruch nehmen wird. Wann und wo die Sammlung in Zukunft gezeigt werden kann, das ist ein weiteres spannendes Kapitel in der Geschichte des Historischen Museums Thurgau.